Ich habe jetzt Kohleerz auch abgebaut. Mal gucken, wie viel Kohle da rauskommt. Aus einem so Kohle-Stack-Ding kommt. Ich habe Kohle, 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 Kohle. Ich habe Kohle, Kohle, zwei. Kohle, Kohle, Kohle. Das hätte ich dir auch sagen können. Puh, ja gut, hättest du tun können. Hast du aber nicht. Hast du ja auch nicht gesagt. Das ist richtig. Quarz. Wir haben hier irgendwo schon Quarz. Ich brenne, ich bin tot. Er brennt. Bist du? Nein, ich bin nicht tot. Jetzt bin ich tot. Jetzt aber. Ja, ich regeneriere auch nicht mehr. Und? Halbes Herz hat er noch. Halbes Herz. Unfassbar. Ich hab ein Glück, hä? Ich hab ein Glück. Was machst du da? Warum brennst du die raus? Weil ich die brauche. Mann! Ich hätte dir auch welche geben können. Dann gib mir noch welche. Nö. Bitte. MS, kriege ich noch welche von dir? Ich hab jetzt keine. Wirklich nicht. Aktuell habe ich keine. Das ist schon aber ich kann dir welche geben, wenn du möchtest. Eine schöne Design-Idee hier. Ja, bist du so nett. Hab ich denn noch? Ich hab tatsächlich noch. Hab ich noch Platz? Nee. Ha, ich sehe wieder gesünder aus. Meine Health-Werte sind besser. Brauchst du eher viele davon, von den Quarzdingern, oder? Ja, sammel mal. Gut, dann nehme ich meine Effizienzspitzhacke. Das macht doch sowieso Sinn. Obwohl, wie nee, warte effizient? Mal, ich mach's andersrum. Wieso brauchst du denn eine Effizienzspitzhacke dafür? Eine Effizienz baut nur schneller ab. Behutsamkeit ja, macht Sinn. Oder die Glück. Glück. Aha. So ergibt das natürlich Sinn. Ja, ich habe Effizienz und Glück auf einer. Ja, ich habe auf allen Effizienz drauf. Ja. Weil ich ein effizientes Kerlchen bin. Hab ich auch. Gott sei Dank. Dann bist du ja auch so ein effizientes Kerlchen. Ja, Mann. Na, dann sollte uns das doch aufrichtig freuen. Tut es. Emmis, wo bist du eigentlich hin? Sammeln. Ach so. Für Finon. Okay. Papp, papp. Tadap, tadap. Tadap, tadap. Weil Finon wollte doch Quarz. 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 Quarz, Quarz. Quarz. Milram Frühlingsquarz. Was? Was? Nee, nee. Ich musste nur die Werbung wieder aufzeichnen, weißt du? Ach so. Wir müssen ja irgendwie Geld verdienen. Der Bund bezahlt uns ja nicht mehr. Unser Bildungsauftrag wurde uns ja entzogen. Woran das wohl liegt? Ey, ist alles deine Schuld, was? Nein. Alles meine Schuld, ich weiß. Ja. Also, das war jetzt nicht nett. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Das hatten wir vorhin schon mal, das Thema. Hier ist was explodiert, aber ich weiß nicht. Ich glaube, der Pilz ist explodiert. Der Pilz ist explodiert? Ja, ich habe was unter dem Pilz abgebaut und es explodiert. War das vielleicht ein Atompilz? Ja, ich glaube schon. Naja, dann. Gibt's sowas, wenn man sagt? Ein Atompilz? Ja. Ich glaube nicht. Bestimmt. Ich weiß doch. Bestimmt. Ich habe das Atom entdeckt. In Minecraft. In Minecraft. Oh. Es ist alles relativ. Ich wollte es Werkel finden, haben aber das Atom entdeckt. Es tut mir leid. Es ist alles relativ. So, und damit nenne ich mich jetzt ab sofort den Minecraft-Einstein. Ich habe die Minecraft-Relativitätstheorie entwickelt. So. No. Relativ kalt hier, meinst du? Hm. Auch die Witze sind relativ schlecht. Oh ja. Wo ich gerade da bin, soll ich irgendeine Spitzhacke reparieren? Nein, weil das können wir in der nächsten Aufnahme machen.
Wie, was? Wir sind schon nein, am Ende? Ich kann noch nicht. Wir können noch nicht. Fleisch, ich muss eine Sache noch fertig machen. Fleisch. Damit kommt ihr nicht weit. Ich muss nämlich noch eine Sache machen. Warte, und ich habe noch die ganzen Quarzdinger, die ich loswerden muss. Ja, die brauche ich nicht mehr. Ja, alles gut. 100. Sicher? Die Koordinaten wirst du dir doch bestimmt merken können. Welche? 80, 20? Ja. Ah, cool. Lol, wie das einfach 100 ergeben hätte, wenn man zusammengerechnet hätte. Lol, wie er beweist, dass er mal in der Schule war. Ich bin es noch. Ja, voll man stolz. Merkt es. Ich bin es noch. Man merkt es. Ja. So, das sieht doch gut aus. Leute, das sieht ja aus wie ich. Finon? Dann ist da, ja. Kommst du gleich mal zu mir? Weil mein Inventar wird dann voll sein. Oh. Hau ab! Ah. Da? Nee, ich will's gar nicht mehr. Ich habe überhaupt keine aufgesammelt. Lol. Dafür hast du meine Spitzhacke aufgesammelt. Ja, liegt in der Kiste. Alles klar. Ich hab da mal Niederquarz reingetan. Ja, cool. In die Kiste. So, dann kommen die Steine da wieder hin. Nederzinn kommt da auch hin. Nee, Nederzinn kommt da nicht hin. Nederzinn wäre ein Erz. Und Erze kommen nicht zum Baumaterial. BTW, ich habe da einfach alles reingeschmissen. Ja, das habe ich gesehen. Mhm. Also wäre die totale Ordnung gemacht. Mhm. Wenn ich sie schon bei uns im Lager habe, brauche ich sie nicht haben. Zack. Mann! So. Nein. Das haben wir. Ich brauche noch Zeit. Nicht nur du. Zeit, Fleisch. Ach, Emmis, es ist doch kein Problem. Ich helfe dir doch, wo ich kann. Weißt du doch. Was? Ist doch kein Problem. Ich helfe dir doch, wo ich kann. Brauchst du nicht. Du willst doch nur XP abstauben. Ja, na selbstverständlich will ich das. War ich nicht. Das war das Schwein hinter dir. Ja, das stimmt. Das hat einen grünen Anzug an. Du so, Schwein. Wo waren die Erze? Da. Pop. Liegen jetzt hier drin. Ach, verdammte Kacke. Hier sind 4 Stacks. Jo, danke, das sollte reichen. Gut. Wie viel XP-Level hast du? Aber, Moment, ich brauche trotzdem noch. Zwei. Alter, bleib mal stehen. Ich rede 7. Mit dir. Hallo? 7. Was, erst 7? Ja. Oh, hätte ich das gewusst. Nein, ich habe 31, ja, das ist gut. Ich bin ein 31er. Das stimmt. So. Und ich will noch einmal ganz kurz zurück in den Neta kommen. Nee. Bist du schon wieder woanders? Ja, ich habe dir gesagt, soll ich das Schwert mitnehmen? Oder eine Axt oder ein Spitzhacke oder irgendwie sonst was. Alter Falter. Du bist ja nur am Hin- und Herspringen. Er ist Warpy. Ja. Warpy, das Warpsau. Weiß nicht, das Warpsau. Der Sound des Feuers nervt ein bisschen, wenn du hier so lang läufst. Ach ja, wir sind im Nether, das ist die Hülle. Nicht gucken. Zu spät. Arschloch. Was? Habe ich gesagt. Bei was, willst, was willst du damit? Warte doch mal. Okay. Mann, es ist einfach nur zur Deko. Okay. Huch. Amos Dance. Es ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Ein Rüstungsstand. Was denn? Niemand mag Klugscheißer, MS. Aber jeder mag Klugscheißen. Ich baue hier gerade, ne? Hacke mir da oben nicht alles ab. Geht doch gar nicht. Das sind brennbare Materialien. Was? Lol. Das ist ja unfassbar. Ich baue für euch nochmal was. Naja, gut.
Ich brenne darf auf. Darf ich das noch fertig machen hier kurz zumindest? Ich brenne. Also können wir jetzt zum folgenden Schluss eine kleine Turmbesichtigung machen. Lol, wie mir einfach ein... Hör auf mich zu schießen. Wie mir einfach ein Brustpanzer fehlt. Haben wir noch Gold hier unten? Ja. Hör auf mich zu schießen. Könnte mal einer, habe ich noch einen Goldbrustharnisch machen. Oh, ich habe getroffen. Verdammt. Ja, sofort. Emmis. Ich hatte dich gewarnt. Du solltest besser nicht schießen. Als wenn er auf jemand hört. Du hast aber auf mich geschossen. Mhm. Das werde ich mir noch ordentlichst merken. Los, haben wir bestimmt auch, oder? Ey, hör doch auf. Ich finde nur einen wilden Brustpanzer. Ja, kann er doch haben. Weiß überhaupt nicht, was dagegen spricht. Hat er doch schon längst. Ein Brustpanzer. Bitteschön. Dankeschön. Man nannte es effektives Arbeiten. Ich hab Angst. Warum? Was bist du, Emmis? Warum hast du Angst? Weil du auf mich zukamst. Mach dir doch keine so großen Sorgen, lieber Emmis. Warum? Du brauchst ja keine Lampen platzieren. Das wird ja alles hell genug. Weil Friendly Fire doof ist, Emmis. So. Wenn ich Sie begrüßen dürfte zur Roomtour des Turmes. Ich wollte eine Roomtour auf YouTube machen. Ja, kannst du. Emmis, komm her. Ja, sofort. Könntest du den mal schlagen? Oh. Ist noch nicht ganz fertig, aber kommt noch. Sind das vielleicht die Todesphenon-Rüstungen? Nein, das nicht, aber... Ja, gut. Aber ich hatte ihnen doch eine Turmspende in Form einer Todesrüstung gegeben. Vom Todesphenon. Wo ist die hingekommen? Haben sie die etwa versetzt, um sich hier diesen billigen Schund zu kaufen? Aha. Warte, ich komme. Aussehen. Da ist die Todesphenon-Rüstung. Ja, so muss die aussehen. Mitsamt Jetpack. Richtig. Hallo, Emmis. Hi. Also, herzlich willkommen zu unserer Roomtour. Hier sind wir gerade im Rüstungskeller oder Rüstungsraum. Wenn wir dann eine Etage nach oben gehen würden. Sofort. Ui, Betten. Gute Nacht. Oh. Du kannst hier nicht schlafen. Es sind Explosionen in der Nähe. Verdammt. Wo sind meine Steine? Wieso habe ich keine Steine in der Hand? So. Das was macht ihr hier schon mit der wieder? Roomtour. Da ist was explodiert. Ach. So, okay. Hier seid ihr nur im Schlafzimmer. Da ich noch keine Einrichtungsgegenstände habe, steht hier nur ein hässlicher Zombie-Kopf. Ich wollte mich hier ins Bett legen. Kannst du nicht? Man kann. Oh. Du kannst immer noch nicht schlafen. Hat jemand eventuell noch Cobblestone dabei? Nein. Nein. Warte, ich hab hier noch Cobble. Guck mal hier in der Ecke. Fino, das war doch nur Spaß. Mach den Cobble dahin. Hör auf. Ich hab den doch nicht. Hey, klar, du hast den doch da gerade rausgemacht. Ja gut, dann wird das beleuchtet hier. Das ist dann halt das Leck. Ja, und hier oben haben wir noch einen leckeren, müssen wir einen schönen Raum, der auch noch nicht ganz fertig ist. Ups. Das war keine Absicht, wirklich nicht. Ich schwöre, es tut mir leid. Kick.
MS-74. Es war wirklich keine Absicht. Darf ich Master Merchant den Kickbefehl ausführen? Tut mir wirklich leid. Das war wirklich absolut keine Absicht. Ich halte mich jetzt aus allem raus. Also wenn ich es machen würde, würdest du mich nicht zur Sau machen. Es sei denn, du bringst damit den Server zum Absturz, der schon relativ voll ist. Ja gut, aber wenn ich ihn kicken würde, dann würde er ja das wegnehmen. Was Wahres dran. Ich sitze ganz brav am Essen. Amos, was machst du nachher, wenn wir wieder alleine sind? Bus bauen mit dir. Gut, Glück gehabt. Kann ich mich teleportieren oder also weg? Ja, du kannst es nochmal probieren. Ja gut. Es war aber wirklich keine Angst. Ja, schlägt mich vorher nur halb tot, ne, und dann, Du hast mich geschlagen! Trotzdem hast du mich halb tot geschlagen, vorher mit der Spitzhacke. Wenn's euch gefallen hat, Herren und Damen, des, Lass uns da oben draufstellen. Schlechten Fleisch. Unterhaltungsgeschmacks, würde ich sagen, dann lasst ihr ein Like oder ein Abo da und wenn nicht, behaltet das für euch. Ich rate noch oder empfehle noch zu www.zwischendurch.net. Da findet man allerlei Gedöns rund um unsere Projekte. Diese Seite erfährt in Kürze auch noch ein relativ dickes Update, weil da ja noch ein bisschen was anderes zukommt. Hat er ja vor einigen Folgen gefragt, was ihr denn so sehen wollt. Hab euch ein paar Spiele zur Auswahl gegeben. Haut das mal per Comments einfach in die Comments. Jo, vielen Dank MS74. Vielen Dank Finon. Bitteschön. Dafür, dass ihr dabei wart. Mehr oder weniger gut. Nee, wir lassen das. Ich sage jetzt nichts weiter. Es hat mich einfach sehr gefreut, sehr aufrichtig und so. Emmis verzieht sich. Ach, er stellt sich in die stille Ecke. Alles klar. Ich für meinen Teil verabschiede mich. Emmis sagt nichts mehr. Emmis ist taubstumm. Ja, ja, genau. Richtig? Geh weg. Oh, unfassbar. Er kann reden. Gut. Nee, er kann lachen. Von reden war nicht die Rede. In diesem Sinne, macht's mal gut. Tschüssikowski bis Cinemanski. Und damit sind wir erstmal raus. Tschüss. Es tut mir leid.